Solche Schiffe, wie sie da rumfahren, die sind ja alle viel zu klein. Das ist natürlich schon schön, aber so richtiges Segeln ist das ja nicht. Die sind auch alle so schwer und kommen nicht richtig von der Stelle. Gucke ich mir gerne an, finde ich auch schön, aber damit zu fahren lockt mich eigentlich nicht. Warte ich dann doch, bis meins wiederkommt. Ganz banal war es so, dass mir das einfach gefallen hat. Ich habe die Schiffe das erste Mal gesehen beim Hafengeburtstag, dem 800-jährigen, vor 2 Jahren in Hamburg. Da waren ja verschiedene Schiffe da, jetzt nicht nur sowjetische. Und ich habe die da das erste Mal gesehen und dachte, da musst du mitfahren. Komme, was da wolle und wie auch immer. Natürlich ist es am schönsten in solchen Tagen wie heute. Wind, Sonne, kleine Wellen, nur dass es nicht zu doll schaukelt und das Essen auch drin bleibt. Jawohl, schön. Ob man hier Angst hat, soll ich sagen. Nein, hat man nicht, obwohl, wenn es hier so wackelt wie jetzt. So wie ich jetzt sitze, sitzt man ja fast nie, höchstens beim Segelnähen. Aber so richtig Angst hat man natürlich nachher nicht mehr beim Klettern. Das ist beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten noch. Auch dann ist es keine Angst, sondern mehr so eine Unsicherheit und weiche Knie. Bist du? Nett? Es entstand dann bald die Möglichkeit, als Tourist auf diesen sowjetischen Schiffen mitzufahren. Nur leider konnte ich mir das dann als Studentin nicht leisten. Und habe dann gedacht, ich muss das anders anfangen. Ich muss irgendwie auf dem Schiff arbeiten vielleicht, versuchen, dass sie mich mitnehmen als Arbeitskraft. Ich habe das wirklich in Angriff genommen, in dem Sinn, als ich alle möglichen Leute dort auf dem Schiff angesprochen hatte. Wie fändet ihr das denn und könnt ihr mich nicht brauchen und könnte ich denn nicht Verschiedenes machen? Ich kann so alles Mögliche. Also ich bin auch gern bereit, Deck zu schrubben und alles, aber nehmt mich doch mal mit. Hatte daran allerdings mehr damals gedacht, so an einen Monat oder so oder mal Sommersemesterferien oder sowas, nicht an einen 3-Jahres-Vertrag, wie ich ihn jetzt habe. Der erste Tag oder die ersten Tage waren so, wir sind von Hamburg ausgelaufen, das war natürlich besonders schön, so aus der eigenen Stadt. War furchtbar warm, war im Juli gewesen. Wir hatten 2 Gäste an Bord, um die ich mich dann auch nicht weiter groß kümmern musste. Ich wusste ja nun selbst auch noch gar nicht, wie das alles funktioniert. Und dann ist es natürlich fremd trotz allem. Ich meine, man hat ja keine Ahnung, wirklich überhaupt keine. Man weiß von nichts irgendwas. Und dass einem ja auch keiner irgendwas sagt. Also man weiß nicht, wo man zum Essen hin muss, wann das so ist, wie man sich da verhält. Es ist auch alles anders, also alles grundsätzlich. Wenn man irgendwie denkt, das ist bestimmt so, das habe ich schon mal gesehen, schon mal gehört oder so, macht man es bei uns. Also dann ist es garantiert umgekehrt. So bleiben! So bleiben! Leben! Увремя интересно.
после этого перекурим. Быстренько разберемся сейчас. Meine Aufgabe besteht aus verschiedenen Teilen. Der eine Teil ist, dass ich mich um die Touristen kümmere, um die Gäste, die mitfahren. Das geht natürlich vor allem um die Sprache, weil meistens unsere Gäste kein Russisch können und hier wiederum unsere Russen kein Deutsch oder Englisch oder wenig. Hast du, dann kannst du hier vorne noch genau einstellen, hier an dem, also das ist schärfer hier. Ja. Und warum muss das jetzt genau an der grünen Kante sein? Das würde dann ungefähr stimmen. Nein, das ist nur, wenn du jetzt zum Beispiel hättest du die Sonne und das Ufer. Alles klar, also, dass alles du halt einen Winkel kriegst und mit dem kannst du dann messen, wo du dich befindest. So, und jetzt kannst du hier ablesen. Also 4,45, nee, 46 Minuten. Ich habe Russisch und Französisch an der Uni studiert, zuerst in Tübingen und jetzt in Hamburg und das Ganze seit 5 Jahren. Die Praxis, die fehlt natürlich an der Uni immer und das ist für mich ein zweiter Grund, weswegen ich hier bin. Ich habe hier natürlich die Sprachpraxis. С вами нет ничего понятно. По телефону в океан. Устроившись удобно в кабинете, и мне ответит мой товарищ капитан, где б ни скитался он по голубой планете. Алло, алло, я слушаю, родная. Алло, алло, как я тут много дней. Алло, алло, сегодня же победа. Алло, алло, люблю, люблю сильней. Ты что же, Лиля, не подходила к телефону? Я была в Мише. Да у какого Мише? Да нет, у Маши. Ой, ты даешь. Ну смотри, чтобы это был последний раз. Ich habe zu den Männern hier ein gutes Verhältnis, allgemein kann ich das sagen. Das war am Anfang besonders gutes, da ist es nun einfach spannend gewesen, dass nun eine Frau an Bord kommt, was nicht üblich ist. Es sind zwar 3 andere Frauen noch hier, die aber an Deck überhaupt nicht in Erscheinung treten, die haben nur in den Messen zu tun, bei der Essensausgabe. Und das Verhältnis im Einzelnen ist dann ganz, ganz unterschiedlich. Also für den einen ist man mehr der Gesprächspartner, für den anderen mehr so eine Schwester, für den dritten eine Freundin wirklich, für den vierten eine Art Krankenschwester, ja, oder so. Wenn man mal ein bisschen Streicheleinheiten braucht oder jemanden zum Trösten, dann bin ich auch gut. Kummer mit der Frau zu Hause oder jetzt für einen werde ich Trauzeugin sein und für noch einen anderen Patentante, für seinen Sohn, der demnächst, oder Tochter, wer weiß, was demnächst geboren wird. War schon ausgemacht. Und so ist das Verhältnis ganz unterschiedlich. Ich habe natürlich schon manchmal Schwierigkeiten, das ist klar. Zunächst hängt das damit zusammen, dass nicht immer jeder einsehen will, dass ich hier was zu sagen habe auf dem Schiff. Und das ist nun mal verbunden mit meinem Beruf hier, habe ich was zu sagen. Und das ist nicht allen von vornherein klar. Das liegt auch daran, dass ich eben nicht nur als Offizier auftrete, das heißt nicht immer in Uniform und mit den Lametta auf der Schulter, sondern eben auch in Kadettenkleidung, in Arbeitskleidung und auch mit den Kadetten mit in den Mast gehe. Артур!
Позови Лёху или Саню. Надо, чтобы я ближе к тебе была. А? Ближе к тебе. Der Tag beginnt morgens um 7 mit dem allgemeinen Wecken. Das gilt natürlich alles nicht, wenn Segelmanöver sind, das ist klar. Die können jederzeit sein, auch nachts, und dann heißt es immer alle Mann an Deck. Immer. Das Leben an Bord ist schon ganz anders, wenn man es vergleicht mit dem Zuhause. Es ist tatsächlich so, dass man irgendwann aufhört, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen zu Hause beunruhigen oder beschäftigen. Also man denkt einfach nicht mehr dran. Es geht seinen Gang. Man verliert auch völlig das Zeitgefühl zum Beispiel. Man weiß überhaupt nicht mehr, welcher Tag der Woche ist oder, ich meine, ich will nicht sagen, welcher Monat, das weiß man schon meistens noch, aber der wievielte oder sowas. Das ist, jeder Tag ist gleich. Das heißt aber nicht, dass es langweilig ist. Das bekommt nur einfach seinen Rhythmus und der ist auch richtig so. Und man denkt darüber nicht weiter nach, ob es nicht langweilig wird. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so, weil man befriedigende Dinge tut den ganzen Tag. Also wenn ich morgens aufstehe und bekomme die Aufgabe, ein Stück Deck von Rost zu befreien, und es ist nachher ohne Rost und es ist vielleicht sogar noch mit Grundierung bestrichen und dann am nächsten Tag wird es vielleicht auch noch von mir noch mit der richtigen Farbe bestrichen und es sieht nachher wieder gut aus. Es ist für mich befriedigend und ich kann abends sagen, ich habe was getan, was sinnvoll war. Und das ist der Unterschied ja zum Beispiel zum Stadtleben oft.
говорю. А? Просто давно не говорила. Wenn ich da bin, sehe ich es auch nicht als Job, sondern sehr, sehr ernst. Also das ist mir ganz unglaublich wichtig, was ich da mache. Ich arbeite dann als Matrose, also meine Bezeichnung ist eben Offizier und ich habe bestimmte Funktionen, die eben auch nur ein Offizier machen kann, die ein Matrose nicht macht. Das ist klar, da sind schon bestimmte Dinge dabei, da haben die Matrosen nichts mit zu tun, aber ich arbeite an Deck als Matrose schon. Шестое число это у нас будет что? Да. Первое воскресенье, 680. 680. 360. 540. For about 720 miles. For Einsamer als der Kapitän ist keiner und das würde ich nicht sein wollen. Als Kapitän kann man auch nicht mehr machen, was man möchte. Gut, es gibt diese Kapitäne, die dann auch mal übers Deck gehen und sich erkundigen, was denn die anderen so machen, aber so den richtigen Kontakt zu allen, den hat der Kapitän nicht. Und das ist für mich das Wichtigste, da ohne das könnte ich gar nicht leben auf dem Schiff. Beruf. Traum, den ich mir erfüllt habe, ja. Und das wird es auch immer bleiben und es ist auch immer wieder, wenn wir wieder neu rausfahren. Und ich vergesse dann auch das, was zwischendurch nicht so schön ist. Aber ein Traumberuf ist es nicht. Auf die Dauer würde mir doch vieles, glaube ich, fehlen. Das, was ich vorhin gesagt habe, was ich dann alles vergesse, wenn ich erstmal auf See bin, das ist, glaube ich, auf die Dauer nicht so. Das ist ein Monat so, auch mal jetzt 6 Monate am Stück so. Vielleicht auch mal ein Jahr, aber ich glaube, auf die Dauer wäre dann doch manches, was mir nicht mehr genügen würde. Не надо торопиться, потихоньку. Ich verdiene nicht richtig Geld mit dem, was ich jetzt mache. Das ist richtig 500 Mark im Monat. Das ist eigentlich kein Verdienst, sondern mehr so ein Taschengeld, würde ich mal sagen. Das darf auch so nicht weitergehen. Muss man was unternehmen.
weil dazu ist es zu anstrengend. Das Geld geht hier für meine Wohnung drauf oder für das Zimmer. Und ich habe weiter nichts davon und ich kann davon nicht leben. Und das ist dann für viele so, naja, das ist doch sowieso nur so ein Ferienjob für dich oder sowas. Und das ist es halt nicht, für mich nicht. Klar, es ist irgendwie so eine Nebenbeschäftigung, weil eigentlich ich hauptsächlich studieren sollte. Für mich ist ein bisschen die Gewichtung anders inzwischen. Ich bin da hauptsächlich auf diesem Schiff und zwischendurch studiere ich auch manchmal. Я встречаю такая погода и не видел еще. Это такой уже старый город, это, да? Есть такой старый город в Барселоне? Ну, нигде такой. Да, есть такой. Il faut lui demander au capitaine deux cadets pour. Oui, il le sait, ça il le sait. Et c'est pas si ça commence. Et ça va commencer à 10h, 10h30. On peut le faire. À 10h, 10h, 10h30, je crois. Mais il faut être là à 10h, je crois. 10h, avec deux cadets en uniforme, c'est ça. Man weiß jetzt eine Woche auf See, zwei Wochen auf See, manchmal auch nur wenige Tage. Und es geht auch noch nicht mal so sehr darum, dann wieder in einen neuen Hafen zu kommen. Das ist natürlich auch aufregend. Klar, ich habe mit dem Schiff und mit der Mannschaft schon viel gesehen, auch viele Städte, in denen ich vorher nie war, viele Länder, in denen ich nicht war, vorher will ich nicht sagen, aber doch vieles Neue gesehen. Вот. А нет, там подожди, там еще такая была хорошая открытка. Сейчас мы там будем вместо мульти. А типа все. О, смотри-ка. Wenn man in einen neuen Hafen kommt, da macht es ganz besonders Spaß, das alles zu tun, was man ganz lange entbehrt hat. Also in Barcelona zum Beispiel sind wir als erstes in ein Museum gegangen, hinterher dann in ein Café und dort ein ordentliches großes Stück Torte bestellt, um einfach mal wieder einen anderen Geschmack auf die Zunge zu kriegen. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, von zu Hause wegzufahren. Das ist auch was mich von, glaube ich, den meisten Matrosen trennt. Ich habe auf dem Schiff kein Heimweh nach Hause, überhaupt nicht. Einfach da. Und ich habe auch dann, ich denke schon an das, was hier zurückgeblieben ist und an die Leute auch, die hier zurückgeblieben sind. Aber es gibt ganz lange Strecken immer, wo ich überhaupt nicht dran denke. Es ist einfach ganz anders. Man hat so ganz andere Dinge im Kopf, diese praktischen Dinge. Also das, was man arbeitet einfach. Hat auch viel weniger vielleicht im Kopf, aber das dafür intensiv. Wenn neue Kadetten kommen, dann holt mich der Bootsmann morgens mal ran und sagt, sag mal, könntest du da nicht, wenn wir nachher unsere erste Mastbegehung haben mit den Kadetten, könntest du da nicht mal
irgendwie zufällig auch da sein. Bring mal deinen Riemen mit, es wäre nicht schlecht. Und wenn die dann da so aufgebaut dastehen, heißt es dann, guck mal, und das ist also unsere Franziska. Und die geht jetzt mal vor euch in den Mast. Ich erzähle euch jetzt noch, wie das geht, und sie macht euch das dann vor. Kannst du mal eben. Und dann muss ich vorne draus. Und das hat natürlich für alle den Vorteil, dass man dann, dass dann alle anderen auch raufgehen. Also wenn eine Frau vorausgegangen ist, dann wäre es eine Schande für jeden russischen, will ich mal sagen, Kadetten, Seemann, dann nicht raufzugehen. Мяченый свинцом, и я пришел с войны. Привязал коня, лег я ужиным. Скорости за мной комиссар пришел. Отвязал коня и жену, нет, увел. Эй, да где ж ты, конь мой вороной? Ой, эй, добре стальной. Эй, да густой туман. Эй, где ж ты, батька, атаман? Mir gefällt es deswegen so gut, weil da nichts Falsches irgendwie dazwischen ist, zwischen Menschen. Es ist eben einfach so, dass man ja auf dem Schiff auch nicht lange irgendwie Theater spielen kann. Man kann nicht irgendwie anderen was vormachen, wie man ist oder wie man gerne sein möchte. Da kommen die anderen viel zu schnell dahinter, dass es vielleicht doch nicht stimmt oder dass man, jeder ist eben, wie er ist. Эх, всей казачьей силой пойдем в лес кутить. Будем комиссарам головы нарубить. К черту мы пошлем всю советскую власть. Наше дело свято комиссаров класть. Эй, да где ж ты, конь мой вороной? Ой, эй, да, добре стальной. Also ich kann mir schwer vorstellen, nicht zu fahren und selber der Wartende zu sein oder die Wartende im Hafen. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Ich könnte nicht gut mit jemandem zusammenleben, glaube ich, der auf See ist, und ich müsste hier am Land sein. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Und selber, das sind die schönsten Momente eigentlich, das Anlanden in Neuenhafen. Wenn das Schiff dann festlegt, ist es schon nicht mehr so interessant. Also das Anlegen selbst, sehen, was kommt da jetzt für ein neuer Hafen, neue Stadt. Nun erstmal festliegt und schon einen Tag da ist, dann am liebsten gleich wieder raus auf See. Und dann das Ablegen, das ist das Allerschönste. Wenn die Leinen losgehen, so langsam. Und alle eben da stehen bleiben, man selber kann mit raus, das ist das Schönste. Чёрту мы пошлём всю советскую власть. Наше дело свято комиссаров класть. Эй, да где ж ты, конь мой вороной? Ой, эй, да, добре стальной. Эй, да густой туман. Эй, где ж ты, батька, атаман? Надо было добавить, конечно. Тут без этого никак.